So, liebe Leute, ja, eine Erleichterung ist dabei. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Weil wir sind endlich durch mit diesem mega 30 Kilometer Rennen. Ein durch 5 Kilometer. Ja, Gott sei Dank haben wir es geschafft. So, gerade noch hätten wir es fast sogar geschafft, das Ding auf Gold zu fahren. Es hat leider nicht ganz geklappt, aber egal. So, was machen wir denn heute mit den Cops übrigens? Ich habe noch einen Interceptor, ich habe noch einen Hot Pursuit und wenn ich ehrlich bin, habe ich mehr Bock auf das Hot Pursuit, dass wir das Thema auch dann irgendwann abschließen. Weil Cops sind, glaube ich, auch nicht mehr so viele Rennen. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, sind so 4 oder 5, die wir haben mit den Cops, die wir dann durcharbeiten müssen. So, wir haben erstmal 4 Nagelbänder, 4 Straßensperren, 2 Helikopter und 4 EMP. Unser Ziel ist es, Minimum 5 Racer zu stoppen. Unser Ziel ist es, also unsere Aufgabe ist es, mindestens 5 Racer zu stoppen, so soll es richtig rum sein. Und 7 müssen es letztendlich sein, um das Ding auf Gold zu fahren. Schauen wir mal, was wir heute kriegen. So, 26,7 Kilometer ist das Ziel weg. Wir wollen sie natürlich ein bisschen vorher stoppen. Na, mal gucken, ob wir sie kriegen. Kommt mal her, meine Freunde. Alle Einheiten, wir haben eine Notfallsituation auf der Cascade Terrace. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Hilfen hier. Weil alleine gegen 7 macht es ein bisschen schwierig. So, erstmal jagen wir die Straßensperre. Straßensperre steht zur Verhaftung. Zentrale Verdächtiger hat die Straßensperre umfahren. Nagelband. Jo, hat er einfach mal gesetzt. Bugatti Veyron. Verdächtiger hat das Nagelband verfehlt. So, dann gehen wir mit McLaren noch hinterher. Okay, erstmal nehme ich. Auflassen, ein Nagelband. Kontakt. So, mein Freund. Jetzt ist aber noch mal gut. Lass mich jetzt mal die Straßensperre rein. Straßensperre Level 1050, alle vorrücken. Alle Einheiten, Freigabe für EMP-Einsatz. Ziel ist in den Tunnel gefahren. Hier ist die Widerfassung festgestellt. Ausweichen, Nagelband Einsatz. Leg dich nicht mit dem SCPD an. Ich vermute, dass der das war. Alle Einheiten, Freigabe für defektiver Teil. Ich wiederhole, Freigabe für Nagelbänder, over. Alle Einheiten, wir müssen einen Energieanschieber verlegen. Sei vorsichtig. So, den habe ich mitgenommen. Oh, du kleiner Assi, hat schön das Ding gekontert. Alle Einsatzfreigabe, over. So, mal gucken, wie viele jetzt davon
Von der Hinrichtung ist nicht der Kahl, aber auf jeden Fall sehr ziemlich schwer eingeschlagen. Straßensperre anhalten, sind vor Ort und auf Standby. Jetzt haben wir die Straßensperre direkt noch mit. Jetzt schauen wir jetzt gut, dass wir zumindest noch ein, zwei Autos kriegen. Verdächtiger hat die Straßensperre gehabt. Zur Festnahme vorrücken. Behalte die Straße im Auge. Diese Racer setzen Nägel ein. Nagelmann hat die Fahrzeuge nicht ab. Doch, hat's. Der Hini hat auf jeden Fall noch, mit ein, noch mal einen Bugatti mitgenommen. Ihr seid auf euch allein gestellt, bis ihr wieder online seid. Alle Einheiten, Waffen sind immer ausgefallen. Verdächtiger Brüste anstellen. Jetzt haben wir noch zwei Autos vor uns. Also, wir haben... Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt. Das wird dir eine Lehre sein, sich mit dem SCPD anzulegen. Wir haben ihn verloren. Verdächtiger ist im Tunnel. Wir fliegen zur anderen Seite. Verfolgung ist unterwegs zur Grand Ocean Road. So, 6 Kilometer haben wir noch. Wir haben noch... Ich glaube, der hat sich auch, der hat sein Kollege schon ausgeschaltet. Und auch den haben wir. Gut, okay, dann war es der auch. Und damit ist das Rennen beendet. Gold, Ends of the Line. Bye, bye, adios. Oh Mann. Und direkt im ersten Versuch haben wir es dann auch gepackt. So, schöne Belohnung. Wie gesagt, komplett Gold werden wir es, komplett alle auf Gold werden wir nicht schaffen. Weil ich auch in der Lübe nicht mehr Bock habe, dieses 31 Kilometer zu. Glückwunsch, Officer, du hast nun Zugriff auf alle Cop-Events in Sequest County. Damit haben wir auch alles freigeschaltet. Sehr geil. So, dann haben wir das. Wir haben auch nicht mehr viele Events. Also bei den Racern haben wir noch einiges. So, Pagani Zonda Synchro haben wir noch freigeschaltet. So, hier haben wir noch einen Interceptor, das wir jetzt noch schnell fahren. Und dann sind wir mit den Cops auch durch. So, gucken wir mal, was wir kriegen. Interceptor-Einheit. Lokale Streifeneinheit bittet um Unterstützung. Wir stellen sie durch. Wir haben Checksperre mit 6-mal Nägel, okay. Kein EMP, kein... Ja, nee, soll gucken. Weil wenn wir das Event schaffen, hier den Jungen zu stoppen. Die Lagewender kann ich mir noch nicht einsetzen, solange ich den nicht vor mir habe. Straßensperre mit 10:50, alle vorrücken. Oh, den hat er aber böse erwischt. Sie haben ein Nagelband abgeworfen. Die Situation ist äußerst gefährlich.
freigegeben. Straßensperreneinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Da kommen wir an die Straßensperre rein. Hier Straßensperreneinheit. Verkehrsunfall des Verdächtigen an unserem Standort. Dankeschön, haben wir genau in dem Moment das Auto entgehen kann. Reise Halle festgestellt, Ausweichmanöver empfohlen. Dankeschön, dass wir genau in dem Moment ein scheiß Auto entgehen kommen müssen. Die Straßensperreneinheit, wir sind vor Ort und auf Standby, over. Das ist also meiner hinterher. Die Waffen sind ausgefallen. Die Waffen sind allein gestellt, bis sie wieder online sind. Nein, ich hab ja... Ach man, hab ich den vor mir gehabt. Da hatte ich immer vor mir. Ja, hinter mir, Entschuldigung. Ich habe aber keine Möglichkeit, was zu machen, weil ich kein Heli setze. Straßensperreneinheiten vor Ort, bringt euch um sie bauen. Verstanden. Straßensperreneinheiten direkt vor euch in Stellung. Natürlich. Straßensperreneinheiten in den Fahrerflucht, benötigen Verstärkung. Das war jetzt sehr komplett gewesen. Ich habe noch zwei in der. Zwei Sperre, aber ich muss gucken, dass ich den nicht mehr auf. Zumindest mal einen ordentlichen Schub geben kann, weil ich ja, weil er fast der Vollenergie sich war, oder? Nägel auf der Straße. Ja, fick dich doch, ey. Ich hab's ganz schön erwischt. Bitte um Verstärkung. Alle Einheiten, Straßensperre bereit. Erwarten weitere Anweisungen. Ja, keine Chance, das zu machen. Der wird definitiv nicht kriegen. Verdächtiger entkommen. Ja klar, ist ja der Flugphase. Der Richtige hat die Straßensperre gerannt. Zur Festnahme vorrücken. Wiederholung, klar machen, zur Festnahme. Der ist in die Straßensperre rein, aber der ist schon wieder unterwegs, der Junge. Herzlichen Glückwunsch, das hast du schön gekommen. Das ist eine schöne Kombi mit dem Trick. Das war's. Ach du, geh mir auch genau in dem Moment, wenn die scheiß Karre da entgegenkam. Verdächtiger entkommen. Ich habe nicht eine Chance gehabt, den zu kriegen. Ja. Wir haben nichts anderes, außer diese Nagelbänder nicht aus mir. Keine Helis, keine EMP, kein gar nichts. Wir können nichts wirklich viel dem wehtun. Die Nagelbänder bringen mir überhaupt nichts, wenn ich nicht dahin, wenn ich dahinter komme. Und wenn ich davor bin, dann haut er mir nur irgendwas anderes. Ich brauche eine halbe Stunde, bis der mal irgendwann die Dinger lädt und dann. Aber ey, wer? Ich bin hinter dem. Bestätige. Straßensperre ist in Position. Wehe, ich bin hinter dem. Dann muss er keiner sofort sehen, die da genommen wird. Verdächtige hat die Straßensperre gerannt. Zur Festnahme vorrücken. Nein! Ich hab ihn! Werde ihn jetzt festnehmen! Nein, ich hab mich doch nicht hintersetzen müssen. Der wäre weg gewesen. Der wäre sowas von raus gewesen aus dem Mund. Das Kommunikationssystem ist gestört. System mit dem Prüfen und Bestätigung. Straßensperrenanleiter entsendet. Bitte Zielposition angeben. Behaltet die Straße im Auge.
Ah, natürlich, das geht das Ding wieder rüber. Drei Totale festgestellt, Ausweichmanöver empfohlen. Weil also muss mir auch immer die Karre, müssen mir die Karren eigentlich genau mal den Unterschied, die genau die Richtung nehmen. Bitte ja, meine Fresse, fick mich, fick dich, Alter, das geht mir auf den Sack. Ey, wenn du eine Chance hast, den zu holen, dann kriegst du einen am anderen mit. Da fährt den zwei Karren vor die Nase, da fährt den hier, fährt der Dings vor die Karre. Aber weh, du kannst, weh, du bist mal hinter dem, da setzt dir sofort seine Nagelbänder ein und trifft. Instant. Interceptor-Einheit. Lokal. Das Spiel rafft das nur nicht, dass ich die Dinger nicht einsetzen kann, wenn ich nicht vor dem bin. Und ich habe keine Chance, vor dem zu gehen. Weil das Spiel, sobald ich damit dran bin, und alles daran tut, dass ich kein oder sich nichts machen kann. Hauptsache, du feuerst quer über die Straße, um den Kopf noch abzudrehen. Die Straßensperrenanlage ist vor Ort und auf Standby, over. Ganz genau. Straßensperrenposition vor euch. Das ist das Geilste, ja. Weißt du, wie der da mal quer über meine Straßen feuert? Warum mal nicht immer ich? Wir werden um Vorsicht gebeten. Hey, ich kann's nichts machen, super, dann machst du die Möglichkeit. Jetzt haut er das Spiel noch einen rein, weißt du? Hier ist Juvidia, komplett rüber und nach links zieht. Egal, ich hau euch da weg noch. Jetzt habe ich mal einen mitgegeben. Straßensperre Medizin 50, alle vorrücken. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt, seid vorsichtig. Alle Einheiten, Waffensysteme ausgefallen, Kommunikation wird umgeleitet. Das war's. So, irgendwann ging es mir zu sehr auf den Sack. Ich weiß nicht, es dürfte sogar Gold geworden sein. Ja, 3:10. Diesmal hat er es nicht hingekriegt, mir auf den Sack zu gehen.
Na gut, das war eine Nagelbahn, das hat ihm getroffen, ne? Da hat er richtig viel Energie verloren. Das zweite war dann das Ende. Ich habe doch drei Straßensperren gehabt. Gut, egal, Hauptsache wir haben es geschafft. Das ist erstmal das Wichtigste. Dann sind wir nämlich auch durch für heute. So. Bald sind wir schon nächstes Level ab. Und dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder um 12 mit dem nächsten Teil. Und zwar mit den Racern.